Arbeitshelfthema Extremwertaufgaben. In dem Video gehen wir kurz die Aufgabe 1, die ist ja schon gelöst, durch. Und Aufgabe 2, das wäre dann was, wo ihr selber versuchen könntet. Okay, also etwas ausführlich, weil das ist kein leichtes Thema. Also Situation, wir haben hier ein Werkstück, ja, parabelförmig, könnt ihr euch vorstellen, es ist alles aus Holz hier. Und ihr möchtet jetzt aus dem parabelförmigen Werkstück ein Rechteck rausfräsen mit möglichst großem Flächeninhalt. Ja? Also entweder so wie hier oder vielleicht würdet ihr auch eher noch ein bisschen weiter in die Länge gehen. Dann könnt ihr halt eben auch nur bis hier hochfräsen. Euer Ziel ist, einen möglichst großen Flächeninhalt zu bekommen. Okay, also Problem klar, denke ich. Grundsätzlich mal, wenn man gerade in die Lösung reinguckt, müsstet ihr euch mal irgendwie eine Strategie überlegen. Das ist ja zunächst mal relativ allgemein, deswegen ist es immer sinnvoll, auch um da reinzukommen in solche Aufgaben, sich ein Beispiel zu überlegen. Naheliegendes Beispiel wäre doch, dass ihr einfach mal überlegt, welchen Flächeninhalt hätte denn das Rechteck, wenn ich einfach hier bis zur 1 rausgehe. Na, dann ist schon mal diese untere Seite ist dann 2 lang. Wie würdet ihr dann auf die Breite oder auf die Höhe von dem Rechteck hier kommen? Na, ihr würdet, die Breite wäre so 1,5 circa, aber muss ja nicht genau sein. Ihr würdet bestimmt die 1 nehmen, x gleich 1, in Funktionsterm einsetzen, würdet dadurch sozusagen den y-Wert von dem Punkt P bekommen. Dann hättet ihr die Breite von dem Rechteck, dann würdet ihr einfach Länge mal Breite, also 2 mal die Breite rechnet und ihr hättet den Flächeninhalt. So, und wenn ihr das dann konkret verstanden habt, könnt ihr das auch allgemein machen. Ja, dann habt ihr schon mal verstanden, wichtig ist dieser Punkt P hier oben und wir gehen jetzt eben nicht 1 nach rechts, sondern, das ist ja gerade das Ziel, wir gehen eben A nach rechts. Das heißt, diese Grundseite hier schon mal von dem Rechteck hat dann die Länge 2a. Und wie groß ist denn dann die Breite von dem Rechteck? Natürlich so groß, wie der y-Wert von dem Punkt ist. Und wie groß ist der y-Wert von dem Punkt? F von a. Ne? Vorher haben wir f von 1 berechnet, jetzt würdet ihr halt f von a berechnen. F von a wäre im Prinzip einfach der Funktionsterm hier mit a statt x. So. Ja? Das heißt, in dem Punkt P ist schon ziemlich viel Information drin. Und dann seid ihr auch schon bei der Zielfunktion. Was gerade eben noch war, 2 mal 1 mal, ja, 1,5 haben wir circa gesagt. Jetzt halt eben allgemein 2 mal a mal f von a. Also 2 mal a mal Klammer minus 0,5 a Quadrat plus 2. Ja? Wenn ihr die Zielfunktion habt, dann ist schon mal die größte Schwierigkeit geschafft. Ja, dann wurde hier einfach ausmultipliziert. 2 mal minus 0,5 sind minus 1 a hoch 3. Plus 4a, dann sind wir hier. Ja, Definitionsbereich, welche Werte für a sind denn überhaupt sinnvoll? Ne? Ich kann ja a, kann ich fast bis zur 0 wählen und fast bis zur 2, aber über die 2 hinaus macht keinen Sinn, weil da gibt es kein Werkstück mehr. Ne? Definitionsbereiche wären 0 bis 2. So, und jetzt habt ihr die Zielfunktion, die ist schon mal ziemlich mächtig sozusagen. Ihr könntet jetzt sofort berechnen den Inhalt von eurem Rechteck für a gleich 1. Ihr würdet einfach für a eine 1 einsetzen, dann hättet ihr den Flächeninhalt von diesem Rechteck, wo wir uns am Anfang überlegt haben. Ihr könntet jetzt auch sagen, ich möchte einfach den Flächeninhalt hier berechnen, das grau unterlegte. Wo sind wir hier? Bei a gleich, na, vielleicht 1,2. Würdet ihr 1,2 einsetzen, hättet sofort den Flächeninhalt. Sorry. So, und jetzt möchten wir natürlich den größtmöglichen, wir möchten den Wert klein a wissen, wo ich sozusagen den größtmöglichen y-Wert bekomme, den Funktionswert von dieser Funktion a. Wie geht ihr denn seither vor? Ihr habt hier eine Funktion dritten Grades und ihr möchtet einfach den größten y-Wert haben, den größten Funktionswert. Wie geht ihr da seither vor? Sorry, ich muss nochmal husten. Ihr berechnet natürlich das Maximum, den Hochpunkt. Ihr seid auf der Suche nach dem Hochpunkt. Dazu, ja, das ist jetzt ganz normal, Hochpunkt berechnen. Ja. Ab jetzt sind wir, könnt ihr euch statt dem Groß A an Klein F denken und statt dem Klein A an X, dann habt ihr ein F von X ganz normal, dritten Grades, leitet einmal ab
minus 3a² plus 4 leitet nochmal ab, minus 6a, geht die notwendige Bedingung an, setzt die erste Ableitung gleich 0, seid ihr hier, dann bringt ihr zum Beispiel die 3a² hier rüber, teilt durch 3, zieht die Wurzel, habt ihr einmal a plus 1,15 und einmal a minus 1,15. Wir haben uns jetzt das so überlegt, dass a immer ein positiver Wert ist. Ja, das ist ja dieser Punkt rechts hier sozusagen. So, das heißt, hier haben wir die Lösung. Dann Nachweis, wir möchten ja einen Hochpunkt und keinen Tiefpunkt, deswegen setzen wir die 1,15 in die zweite Ableitung ein. Also in minus 6 mal 1,15 ist auf jeden Fall ein negativer Wert. Damit haben wir ein lokales Maximum. So, dann, also das heißt, schon mal aktuell ist es so, dass 1,15 zum maximalen Flächeninhalt führen würde. Also ziemlich in der Nähe hier von dieser Skizze, 1,15. Aber natürlich kann man so nicht grafisch rauslesen. So, und was dann natürlich interessant ist, wie groß ist denn dann das Rechteck, das ich bekomme? Einfach in die Zielfunktion einsetzen. Minus 1,15 hoch 3 plus 4 mal 1,15 gibt 3,08. Das ist dann der Flächeninhalt, der maximale Flächeninhalt bisher. Achtung, ihr braucht noch eine Randwertuntersuchung. Das habt ihr vielleicht im Unterricht auch besprochen. Ja, hier in dem Video, im Arbeitsheft geht es mehr darum zu trainieren. Die grundsätzlichen Sachen, die finden im Unterricht statt. Okay, nur zur Überlegung, wenn ihr euch jetzt eine Funktion dritten Grades oder was auch immer vorstellt, den größten Funktionswert, der kann am Hochpunkt sein, ja, bei Funktion, oder der kann theoretisch aber auch am Rand sein. Ja. Rand ist praktisch sind die Grenzen vom Definitionsbereich 0 und 2. Deswegen, eigentlich vom Vorgehen ist es relativ einfach, ihr habt bei solchen Aufgaben immer einen Definitionsbereich. Schnappt euch am Ende nochmal die Zielfunktion, setzt die Untergrenze vom Definitionsbereich ein, die Obergrenze ein, ne, rechnet jeweils nochmal kurz, also ich setze 0 für a ein, in die normale Funktion komme ich auf 0, hier komme ich auch auf 0, vergleich den y-Wert mit dem bisherigen Maximal-y-Wert 3,08, natürlich daraus kann man folgern, dass einfach der maximale Funktionswert am Hochpunkt vorliegt. So, und damit ist die Sache geklärt. Also wir sollten hier bis 1,15 raus. Der maximalen Flächeninhalt ist 3,08. Trotzdem noch einen Blick in die Aufgabe nehmen. Wir sollen ja auch wirklich die Rechteckpunkte bestimmen. Deswegen müssen wir uns noch überlegen, dann benennen wir sie TPQR. Ja, also der T hat natürlich dann direkt den Wert 1,15-0. Und der Punkt P und der Punkt Q müsst ihr einfach noch die Funktionswerte kurz ausrechnen. Nehmt die 1,15, setzt sie ein in den Funktionsterm a und dann kommt ihr zu den entsprechenden y-Werten 1,34. So, genau. Und jetzt geht es zur Aufgabe 2. Das ist wieder eine ganz andere Situation. Ihr habt hier praktisch, ich sage es jetzt mal, mathematisch eine Gerade und eine dritten Grades und ihr möchtet den maximalen Abstand berechnen. Ja? Wie ihr dabei vorgeht, habe ich euch, glaube ich, vorher schon ein wichtiger Tipp gegeben. Ihr sollt es ja hier gleich allgemein machen. Wenn ihr es nicht vorher konkret verstanden habt, ist schwierig. Ich würde mir also einfach ein Beispiel ausdenken. Ja, hier habt ihr schon ein Beispiel. Vielleicht ist das ja schon die optimale Länge. Geht doch mal zu x gleich 5 und rechnet mal doch den Abstand einfach aus. Einfach ein Beispiel. Und dann probiert ihr es zu verallgemeinern.